Vielleicht können wir ihm Linderung verschaffen. Bin jetzt nicht so ein Seelenkundler, wie ihr vermutlich seid, wenn ihr dem Herrn Boran dient. Aber ein bisschen etwas zur Seelenkunde und zum Seelenheil kann ich schon beitragen, als bescheidener Diener Sumus. Ja, um seine Gesundheit ist es wahrlich nicht gut bestellt, möchte man meinen. Er kommuniziert oft einfach nur durch Boten oder versiegelte Briefe. Er macht seine Geschäfte, aber das Haus verlässt er fast so sehr oft wie ein Willmann. Ihr versteht, was ich meine. Ja, ich war schon einmal dort. Sie kommen echt nicht häufig heraus. Da habt ihr recht. Dürfte ich noch fragen, wer die jungen Damen waren, mit denen ihr gerade gesprochen hattet? Mitglied oder Mitglieder der Inquisition. Ich kenne mich nicht besonders gut damit aus. Ich wusste nicht, dass es eine Boron-Inquisition gibt. Könnt ihr mir vielleicht mehr über diese Institution erzählen? Das wird wohl einige Zeit dauern. Nun, das wäre auch unhöflich euren... Keine Sorge. Wenn wir vor der Tür stehen, dann wisst ihr, dass wir eintreten. Wird es dann still um euch herum? Dann wird es sehr kurzzeitig sehr laut werden. Und danach hört man gar nichts mehr. Ich verstehe. So wie wenn Yalan irgendetwas Magisches anfasst. Dazu weiß ich nichts. Lange Geschichte. Meint ihr Yalan Greifenmund? Ja. Mit dem sind wir hier. Er ist mit Korakon im Garten. Sehr gut. Ja, er ist ein sehr guter Freund von uns. Dann wird Boron heute wohl noch einige andere aussortieren. Inwiefern? Er schuldet uns noch etwas. Ihr kennt euch? Nicht persönlich. Und was schuldet er euch, wenn ich ganz neugierig einmal nachfragen dürfte? Das Heiligtum der Kirche. Er hat es gestohlen? Er hat es zerstört. Wieso das? Das solltet ihr ihn am besten fragen. Viel Zeit hat er nicht mehr. Nun, ich fürchte, wir alle haben nicht mehr viel Zeit. Wenn das, was wir gesehen haben, wirklich einzutreffen, stande es, dann fürchte ich, dass all unsere Zeit und all unsere Tage gezählt sein mögen. Sagt euch der Name Chalvin etwas. Nein. Eine mächtige, mächtige Tochter Sumus, die uns einen Auftrag gegeben hat. Ich möchte nicht zu viel darüber sprechen. Ich glaube auch, es würde eurem Gott nicht gefallen. Ist er doch der Gott des Schlafes, der Träume. Ja, und so kannst du Dolgur Kugris davon überzeugen, dass er seine Kultistinnen nicht auf Yalan hetzt. Eine Überzeugenprobe bitte, während du von Chalvin und dem Auftrag erzählst. Währenddessen schauen wir uns an, was bei Apel mir passiert. Was machen Diamantis und Rafim derweil? Die bleiben einfach nur stehen und warten? Ja. Gut. Dann kann Apel mir vor dem großen Anwesen der Willmans stehen bleiben. Du siehst natürlich auch vor dir ganz prominent den großen Türgriff mit der Elefanten. Mit der Nase, Rüssel sagt man hier, glaube ich. Nun, da eine Klinke da ist, würde ich die Klinke natürlich herunterdrücken. Ja, Klinke gibt es natürlich, aber es ist wohl verschlossen. Dann schaue ich mich nach einer Türglocke um, einem Gong, einem wie auch immer gearteten Mechanismus, um die Tür zu öffnen. Würfel mal auf Mechanik. Okay. Rafim wusste das natürlich schon, aber... Wow. Ja, du stehst irgendwie 5 Minuten davor, nochmal die Klinke runterdrücken. Es ist kein Mechanismus zu finden. Dann, gut, das muss der Rüssel sein. Fass ihn kurz an, drückst ihn runter und wie von alleine wird er dann noch alleine weiter runterschnappen. Irgendwelche Kugeln, die im Inneren rumrollen. Und dann passiert wieder lange erstmal nichts. Du wartest noch kurz 2 Minuten, drückst den Elefantenrüssel nochmal hoch und runter. Und dann kannst du sehen, wie eine schwarz gewanderte Gestalt vor dir die Tür öffnet und dich unter der Kapuze anblickt. Ja, was wollt ihr? Nun, ich wurde eingeladen von Dragan Willmann. Das mag sein, aber eure Robe ist nicht gemäß.
weiß. Meine was ist nicht genesen? Eure Robe. Nun, was schlagt ihr vor? Etwas Passenderes. Keine Glyphen, Zeichen, Symbole. Runen. Keine gut. Farben. Nun gut. Dann würde ich die Robe über den Kopf ausziehen, also vor allem den Säbelgurt lösen, die Robe ausziehen, sie ordentlich zusammenfalten und meinen Säbel wieder anlegen. Nun, ist es so besser? Kein Säbel. Kein Säbel. Nun, schlagt mir einen Ort vor, wo ich beides deponieren kann, so dass ich es später wieder in Empfang nehmen kann. Der Diener nimmt es sich tatsächlich heraus und deutet einfach auf einen der Büsche. Ich werde diesen Säbel und diesen mein Gewand nicht in die Büsche werfen. Würfel mal auf Klugheit. 20. Wow, ich würfel den Gott. Willst du das Schicksalspunkten? Ja. Also wenn du wegen Gott würfelst, dann aber wie Sumo, niemand anders, ist so dumm. Ja, dir geht das natürlich auf. Du musst eigentlich nur wenige Meter zurück machen. Rafim und Diamantis können auf deine Sachen aufpassen. Sekunde. Ich mache so einen kleinen Dauerlauf zurück. Die Tür geht wieder zu. Du hast es noch klicken. Diese Bediensteten wirklich. Rafim! Siehst du mich auf dich zustürmen? Ja. Könnt ihr das wohl halten? Sie haben etwas seltsame Sitten in diesem... In dieser Familie. Ich hole es mir nachher wieder ab. Wie ihr möchtet. Ja, vielen Dank. Und mach dir wieder einen Dauerlauf zurück. Und zieh wieder an den Rüssel, wenn der Diener nicht dasteht. Ja, es dauert dieses Mal nur eine Minute. Und du hattest wohl auch das Gefühl, dass er nicht im Inneren des Gebäudes war. Es hat dich aber wohl nur warten lassen. Und dann geht die Tür wieder auf und er blickt dich wieder an. Nickt dann. Könnte eintreten. Wurde dann gekündigt. Vielen Dank. Man hätte mich vielleicht informieren können über die Gebräuche und Sitten, was man anzieht und was man nicht anzieht. Es wurde gesagt, dass ihr wohl informiert wart. Nun, dies wurde ich nicht. Eure Gefährten waren bereits vor kurzer Zeit hier. Nun, ich sprach mit Dragan Willmann und er sagte nichts davon. Ihr dürft euch im Garten umsehen. Damit schließt ihr die Tür wieder und geht dann einfach über den Sandweg wieder zurück ins Innere. Du siehst... Einfach das Anwesen ist verlassen, leer, alleine. Das ist so eine dunkle Präsenz, auch wenn die Sonne scheint. Aber als ob die Sonne wirklich zurückweichen würde. Totenstille von Boron da selbst hierher gesandt. Und ja, du bist alleine mit den zahlreichen Statuen, mechanischen Apparaten, irgendwelche winselalte Eier, Wasseruhren. Das ist mechanische Wunderwerke, die hier am Laufen sind. Und du siehst dann auch, wie wohl diese mechanischen Apparate, Kugellager dann von dem Elefantenrüssel in Richtung des Bodens laufen und dann irgendwie über irgendwelche Schächte dann im Inneren der Villa verschwinden. Ich würde erstmal meinen Blick schweifen lassen und mich nach einem, ich will nicht sagen Hügel, aber einen erhöhten Platz umsehen, der bequem zu ersteigen ist. Also, keine Ahnung. Ja, du blickst dich ein bisschen um und kannst dann auch mehrere Pavillons erkennen, aber wenn du dann dem Sandweg auf der rechten Seite der Villa folgen würdest, da gibt es tatsächlich dann eben eine schwarze Klippe, die dann rausführt ans Meer, noch leicht erhöht, und darunter würde dann liegen ungefähr 6-7 Meter darunter dann noch ein weiteres kleines Häuschen. Du hast mich besser schon. Ich wollte mir jetzt eine erhöhte Position im Garten selber, sodass ja. Ich die Mechaniken überblicken kann und alles. Ach so, ja, das ist wohl nicht richtig möglich. Also da müsstest du dich an verschiedene Seiten stellen. Entweder dann in der Mitte des unteren Teils oder in der Mitte des oberen Teils. So, dann könntest du den Rest erblicken. Der Statuen. Dieser Pavillon? Hier. Da führen wahrscheinlich 3 Stufen hoch oder 4 Stufen hoch vermutlich, oder? Zum Pavillon, ja. 2 Stufen, dann, das ist nicht so erhöht. Dann würde ich mich an so ein Pavillon begeben und mich mal auf die Zehenspitzen stellen und mir erstmal so einen groben Überblick verschaffen, was hier zu sehen ist und ja, was zu sehen ist. Ja, zahlreiche, wie gesagt, mechanische Wunderwerke. Also das ist dann von so einer was Einfachem wie eine Sonnenuhr bis zu einer Wasseruhr, eine Klepsydra. Du weißt nicht genau, wie es funktioniert, aber das Wasser strömt wohl durch irgendwelche Rollen und Ruder, wird das wieder umgelenkt.
und wieder dann nach oben gebracht und so versucht man dann irgendwelchen Kugeln wieder die Zeit zu zählen. Und wenn du auf dein eigenes Windsalter Ei blickst, was du von Leonardo bekommen hast, meine ich? Genau. Dann wirst du auch feststellen, dass die Uhr perfekt eingestellt ist und das ist wohl mit allen Uhren der Fall. Sind die Armaturen, Gegenstände, Mechaniken in einem Muster angeordnet, was ich erkennen könnte, wenn ich sie verbinden würde mit Linien? Würfel mal auf Magiekunde. Oder nee, Sternkunde. Sternkunde ist das bessere Talent. Ja, sie sind in einem harmonischen Muster und auch die Wege deuten das an, in einem harmonischen Muster angelegt. Das muss irgendein Sternbild sein. Dann würde ich... Also ich kann nicht erkennen, was für ein Sternbild ist, vermutlich. Wenn du von oben blicken würdest, bestimmt, aber dafür müsste man fliegen können und mit Hexen hast du wenig zu tun. Dann würde ich mich mal zu einem Mechanik begeben, der am Rande dieses Sternbilds ist. Ja. Kannst du eine beliebige Stelle auf der Karte aussuchen. Wie gesagt, der Garten ist vollkommen verlassen. Und während du umhergehst, kannst du sehen, dass wohl auch das Gebäude dazugehört. Also nicht nur die Mechaniken, sondern das Gebäude selbst wurde so angelegt, dass es mit diesem Sternbild interagiert und harmoniert. Interessant. Ja, ich würde mir durch den gesamten Garten stromern, mir alles angucken, was zu sehen gibt. Und mir auch so meinem Rucksack, wenn ich den Rucksack mit hatte, mitnehmen durfte, so Notizen machen. Die Linien, die Sternbilder, was es für Armaturen sind, was sie bewirken, offensichtlich oder nicht offensichtlich vielleicht. Würfel mal auf Sinnschärfe. Wow. Ja, wie ein Gott. Ja, nee, dir fällt nichts weiter auf. Du bist am Zeichnen, am Machen, am Abzeichnen. Also das hat halt zwar alles Hand und Fuß, aber du vergisst halt so ein bisschen um dich herum die Leere des Gartens. Hier ist ja sowieso keiner. Und so hast du auch nicht das Gefühl, dass du beobachtet wirst. Nun gut, wahrscheinlich nach ein, zwei Stunden. Da ich keine neue Erkenntnis gewinnen kann, würde ich dann mal zum Haupthaus gehen. Ja, du kannst anklopfen, hier gibt es keinen Elefantendrücker mehr und wieder nach 2 Minuten wird die vielleicht gleiche Person öffnen und unter Kapuze ist das einfach schwer zu sagen. Ja. Nun, ist es mir gestattet, das Haus zu betreten? Der Garten wurde erlaubt. Was möchtet ihr? Nun, ich möchte mit Varino Wehmann sprechen, wenn ihr gestattet. Großadmiralissimus. In der Tat. Ihr habt keinen Termin. Nein. Die Tür geht wieder zu. Die Sitten sind wohl hier etwas anders. Ich klopfe nochmal. Ja, es dauert. Du bist gerade am Überlegen, ob du dich jetzt aber wieder umdrehen sollst. Zurück in den Garten, du hast eigentlich alles gesehen. Dir ist nichts weiter aufgefallen. Die Mechaniken sind einfach hervorragend. Also von Leonardo persönlich vielleicht sogar gefertigt. Oder fast so gut. Wie gesagt, gerade am Überlegen, ob du gehen sollst, da öffnet sich die Tür wieder hinter dir. Du hast sicherlich 5 Minuten gewartet. Du kannst eintreten. Wunderbar. Ja, ich würde eintreten und den Diener keines Blickes mehr würdigen. Ja. Ist doch ein Diener, oder? Vermute ich mal. Du weißt es nicht. Er ist eine schwarz berobte Gestalt. Okay. Würfel mal auf Sinnschärfe. Bitte. Er führt dich durch die Räume und du achtest gar nicht wirklich darauf, was für Räumabfolge das sind, denn die Wände faszinieren dich viel mehr. Zunächst, es gibt hier keine Wandteppiche oder irgendwelche Schränke, die davor stehen, sondern nur, sie sind angeleuchtet von einer Lichtquelle, die du nicht erkennen kannst. Es hängt hier nichts, aber es ist trotzdem irgendwie angeleuchtet. Kuriose Muster, die Wände bedecken. Als ob es irgendwie eingeritzt wäre. Und wenn du dann kurz herantrittst an die Wände und überlegst, ob du einmal kurz drüber streichen sollst, leg's nochmal genauer hin. Das sind Fingerabdrücke. Die ganze Wand ist voller Fingerabdrücke. Und als du dann genauer hinblickst, du bleibst kurz stehen, um das zu begutachten, dir fällt auf, dass kein einziger Fingerabdruck der gleiche ist.
Ihr seid jetzt mindestens durch 3 oder 4 Räume gegangen, Flure, alles ist voller Fingerabdrücke. Kurios, kurios. Ja, wir machen weiter bei Rafim und Diamantis, die sich dort leise unterhalten und ihr habt euch nicht wirklich konzentriert, vielleicht noch ein kleiner Flachmann oder sowas, der noch gereicht wird. Da könnt ihr erkennen, wie eine weitere berobte Person auf euch zugeht und ihr könnt erkennen, eine hübsche, junge Elfe, sie schlägt die Kapuze zurück und ihr könnt Amira Honak erkennen. Was mögen wir für euch tun? Ich habe mitbekommen, dass ihr hier draußen steht und wartet. Ihr treibt also wieder eure Spielchen? Ich treibe keinerlei Spielchen. Meine Kameraden halten es für nötig, jedermann kennenzulernen. Damit habe ich gerechnet. Ihr seid ein treuer Diener der Basaltfaust und dem Patriarchen verpflichtet, meinem Vater. Damit euch. Und damit mir. Können wir also für euch tun? Der Patriarch hat beschlossen, dass er euch innerhalb dieser Reise von eurer Loyalität entbindet. Ihr dürft also Dinge tun, die ihr meint tun zu müssen. Ihr dürft als Held agieren und eure eigenen Interessen vertreten. Ihr seid von eurem Schwur der Basaltforst zurzeit entbunden. Darüber braucht ihr euch nie Sorgen machen. Meine Ziele und die von Alanfa werden immer übereinstimmen. Die Ziele von Alanfa gibt es nicht. Es gibt nur den Rat der 12, eine große Anzahl von Granden mit noch größeren unterschiedlichen Zielen und es gibt den Patriarchen. Mögen sich nennen, was sie sind, aber der Patriarch ist Alanfa. Das ist so und das wird er immer bleiben. Seht ihr, sie mögen sich noch so mächtig nennen, sie mögen noch so viel Reichtum, noch so viel Einfluss haben. Aber er ist das Oberhaupt unserer Kirche. So ist es. Ja. Ich wollte euch nur darüber aufklären, dass ihr von der Neutralität entbunden wurdet. Ihr dürft handeln, wie ihr mögt. Macht euch keine Sorgen. Mein Handeln wird niemals gegen einen Anfall gehen. Auch wenn ich dieses Angebot zu schätzen weiß. Sie nickt. Ihr müsst noch viel lernen. Wie gesagt, es gibt nicht das Alanfa. Und ihr agiert nicht in den Reihen der Honax, sondern in den Reihen der Granden. Der Wilmans, der Kugras, der Paligans, der Karinos. Sind interessant und faszinierend an jeder einzelne von ihnen. Sind sie. Aber sie sind wie Kinder. Wie faszinierende Kinder, die man beim Spielen zusieht. Mehr nicht. Ja, es wird der Tag kommen, da werden sie sich wehren. Aber können wir sonst irgendetwas für euch tun? Nein. Ich habe gehört, dass ihr uns besuchen mögt. Sowohl mein Vater, als auch mich und den Schwertmeister. Mein Kamerad scheint mehr Interesse am Schwertmeister als an euch zu haben, wie ich bedauernswerterweise feststellen musste. Ich sehe das nicht als Beleidigung an mir. Ich bin mir meiner Talente und meiner Fähigkeiten bewusst. Offensichtlich ist er es meiner Talente nicht bewusst, aber es soll mich nicht kränken. Er ist ein Narr. Aber nützlich. Ihr bekommt die Erlaubnis, zum Boron-Tempel vorzudringen. Ihr dürft uns besuchen. Der Patriarch zwar selbst wird nicht zugegen sein, aber sowohl mich und also den Schwertmeister dürft ihr suchen. Das ist ein wahres Geschenk. Ich werde sie darüber informieren, sobald sie mit den Kindern fertig sind. Sie nickt. Möchtet ihr etwas mit mir trainieren? Ja, das kann und kann ich nicht ausschlagen. Können wir das allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verschieben? Ich weiß nicht, ob sie sich mit den Kindern noch lange verstehen. Sie nickt. Das Angebot steht. Ich werde darauf zurückkommen. Ich denke, wir können viel voneinander lernen.
Eure Disziplin hat mich schon immer beeindruckt. Und ich weiß, dass ich euch trotz eurer Größe nicht unterschätzen darf. Ich werde darauf zurückkommen, ihr habt mein Wort. Sie nickt wieder, wirft sich ihre Kapuze wieder über den Kopf und geht ab. Malfem, was sagt denn dein Schwur der Basaltfaust überhaupt aus, von dem du gerade entbunden wurdest? Es gibt nur einen Mann, dem ich folge, oder eine Frau. Das ist der Anführer der Basaltfaust. Großmeister, die einzig wahre Basaltfaust. Das ist alles. Da steht niemand anders, nur ihm. Wenn der Patriarch selbst dich von deinem Schwur entbunden hat, dann wird er dich in seine Pläne wohl irgendwie integriert haben und Teil davon sein. Darüber mag ich mich nicht äußern. Und das Angebot des Patriarchen ist beeindruckend, wie ich sagen möchte, doch unsere Loyalität liegt nicht dem Patriarchen, sondern dem Sitz des Patriarchen, wenn ihr versteht. Der Großmeister hat unsere Loyalität und die Loyalität des Großmeisters liegt beim Patriarchen. Vielleicht solltest du nochmal mit dem Großmeister sprechen. Ich weiß nicht, ob der Patriarch von alleine auf diese Idee gekommen ist. Oder? Das würde ich verneinen. Ich glaube nicht, dass er auf die Idee alleine gekommen ist. Der Patriarch ist im Allgemeinen sehr neutral. Zu allem. Das wisst ihr aber bestimmt. Ah, das ist allgemein bekannt, aber seitdem wir wieder in der Heimat sind, hat sich um einiges geändert. Das musst du doch auch gemerkt haben. Die Rabengarde durch die Stadt marschiert ist. Ich glaube, mit seiner Neutralität ist es nicht mehr so, wie es früher war. Ja, unsere Kameraden haben ein ganz besonderes Talent darin, Städte interessant zu machen und Umstürze einzuleiten. Du kannst erkennen, wie jetzt wohl aus Richtung des Tores vom Silberbergtor eine große Anzahl von schwarz gerüsteten Kriegern kommt, und es handelt sich dabei tatsächlich um Basaltfäuste. Du erkennst sie natürlich an der weißen Faust, die euch entgegenspringt, und sie sind wohl gut gelaunt. Komm auf euch zu. Ah, Rafim, du kannst erkennen, wie tatsächlich der Ordensmeister Rodrigo de Lazar auf dich zutritt. Gibt dir seine schwielige Pranke und ebenso dann auch Diamantis. Hast du gehört? Blutspiele wurden wieder ausgerufen. Oh, dürfen wir teilnehmen? Du darfst teilnehmen, wenn du willst. Oh, ich hoffe, sie haben gute Gegner. Darf ein Navi ich fragen, was die Blutspieler sind? Die Blutspieler? Tja, die Basaltfaust will herausfinden, ob es irgendwelche Schwachstellen in der Verteidigung gibt. Das bedeutet, die Basaltfaust zieht gegen sich selbst. Wir brechen am Hafen auf, die Leute, die sich freiwillig melden, und man versucht, so einfach wie möglich oder so geheim wie möglich, so blutig wie möglich in den Bohrentempel vorzudringen und den Patriarchen zu töten. Tja, und es ist eine große Freude. Tja, derjenige, der am weitesten kommt, der gewinnt die Blutspiele. So einfach ist es. Willst du mitmachen? Wer stellt sich euch denn entgegen? Wer ist so mutig? Basaltfäuste gegen Basaltfäuste. Richtig. Brüder gegen Brüder, Schwestern gegen Schwestern. Die einzigen, die uns wirklich aufhalten können. Tja, und wenn wir irgendwelche Verteidigungsschwachstellen finden, dann werden die abgestellt. Wenn du willst, kannst du wie gesagt mitmachen, aber rechne nicht damit, dass wir... Also du kommst da nicht blutig raus, keine Sorge. Wenn wir dich entdecken... Nein, ich bin auch nicht lebensmüde. Wenn wir dich entdecken im Hafen oder im Vorgarten, dann handeln wir so, wie wir handeln. Der ein oder andere Bruder ist auch schon bei den Blutspielen. Ja, er ist Boron näher gekommen, als wir gedacht hätten. Aber es ist ein Dienst für die Basaltfaust.
Es ist nötig. Es ist nötig. Nur wenn das Blut wirklich über die Klingen springt. Ich bin nicht wieder in die Heimat gekommen, um mich von einer Saltfaust töten zu lassen. Danke fürs Angebot, aber das ist wohl eher was für Rafim. Ja, du tust ja so, als wäre das keine große Ehre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Rafim jemals irgendwie auf den Silberberg gelangen sollte mit seiner Größe, aber du wirst uns schon überraschen, Großer. Hast du Lust mitzumachen? Na ja, gern. Ich wette, wir trafen dich schon am Hafen auf. Oh, darf ich Kameraden mitbringen? Hm. Eine fremde Heldengruppe versucht, den Patriarchen anzugreifen. Er zuckt mit den Schultern. Höchstwahrscheinlich wird es... Ja, versucht es. Ihr seid damit auffälliger, aber versucht euer Glück. Aber rechnet nicht mit Gnade. Natürlich nicht. Und ich will dich im Thronraum sehen. Bin mal gespannt, ob du es schaffst mit deiner Größe. Oh, das wird ein wann genau finden die Blutspiele statt? Ach, Rafim, wenn ich dir jetzt einen Termin sagen würde, dann wäre es doch nicht spannend. Wenn ich sage morgen, dann würden wir morgen im Hafenviertel auf dich warten. Wenn ich sage in einer Woche, dann warten wir in einer Woche auf dich. Ihr seht mich im Thronsaal. Ich glaube nicht. Ja, Rafim schlägt sich noch einmal auf die Brust. Wir werden sehen, wie nah ich komme. Ah, ich freue mich, dass die Blutspiele wieder ausgerufen worden sind. Viel zu lang ist das her. Also gut, ich lasse euch hier mal rumstehen. Wir sehen uns später, Rafim. Schnickschnack. Das will ich hoffen. Ja, der Lazar tritt dir noch einmal von innen in die Kniekehle und geht dann. Ja, Rafim geht auch tatsächlich mit dem Knie zu Boden. Und danach Diamantesand wird, die anderen abgezogen sind. Das wird spannend. Und ihr seid dabei. Verdammt, Rafim, ist das dein Ernst? Natürlich, ihr seid alle dabei. Wisst ihr eigentlich, wie viele von denen da sind? Da sind also 50 von mir. Das wollt ihr doch nicht, dass ich das alleine mache. Ich stelle mich ja den größten Gegnern entgegen, aber die Basaltfaust. Hallo, die Bastarde werden mitkommen. Ich bin für die gegen den scheiß schwarzen Drachen marschiert. Da werden die jetzt wohl mitkommen. Ach, und wenn wir gewinnen, dann gibt's ein großes Fest und alles. Aber du wirst dich freuen, wenn du nicht tot bist. Vermutlich bist du tot. Er legt dir die riesige Hand auf die Schulter. Vermutlich bist du tot.